Drei Tage lang haben die Freien Wähler bei ihrer Winterklausur in Cham über die aktuelle politische Lage sowie regionale Themen aus der Oberpfalz beraten. Im Mittelpunkt standen dabei die innere Sicherheit, ein neues Rentenkonzept, die regionale Wirtschaft und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Wir Freien Wähler sind ja die Partei des ländlichen Raumes und sind hier seit Jahren mit vernünftigen Konzepten unterwegs. Und das Thema schnelles Internet ist nach wie vor ein sehr großes Thema. Wir fordern einen Glasfaseranschluss in jeden Haushalt, damit wir in die 100 Megabit Übertragungsleistung kommen. Derzeit ist alles viel zu wenig. Dann ist das Thema der Hausarztversorgung zu sehen. Es gibt immer mehr Arztpraxen, die keine Nachfolger haben. Wir brauchen natürlich hochqualifizierte Arbeitsplätze draußen am Land. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Stangl & Kulzer Group in Roding. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation und auf eine kontinuierliche Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Die Politik müsse für passende Rahmenbedingungen sorgen, damit sich mittelständische Unternehmen ansiedeln können, gerade im ländlichen Raum. Von über 900 Betriebsansiedlungen von 2006 bis 2015 waren zum Beispiel etwa 650 im Raum Münchens und Oberbayerns und 13 in der Oberpfalz. Und das ist für uns Freie Wähler ein politisches Anliegen, das auch im Landtag weiter zu thematisieren und wenn es geht auch zu ändern. Neben den Arbeitsplätzen seien aber auch sogenannte weiche Standortfaktoren entscheidend, etwa das Kulturangebot. Vorzeigebeispiel dafür ist das Konzerthaus in Bleibach, das mittlerweile eine international anerkannte Kulturstätte ist, von dem die gesamte Region profitiert. Wichtig für den ländlichen Raum sei auch eine angemessene medizinische Versorgung. Einen vielversprechenden Weg beschreitet hier das Präventionszentrum Sinokur in Bad Kötzting. Ganz im Sinne der Freien Wähler, die neue Akzente im Gesundheitswesen setzen und dabei das Prinzip der Vorbeugung stärken wollen. Von einem Euro, der in die Prävention investiert wird, sparen sich die Krankenkassen am Schluss etwa 3 Euro in der Reparatur, nämlich in der Therapie. Oder anders ausgedrückt, 99% der Gesundheitsaufwendungen in Deutschland von über 300 Milliarden Euro gehen in die Reparatur, nämlich in die Therapie, Krankenhäuser, Ärzte und nur 1-2% in die Prävention. Und da muss angesetzt werden. Dringenden Handlungsbedarf sehen die Abgeordneten auch im Bereich der Rente. Die Arbeit dürfe sich für künftige Generationen nicht verteuern. So soll der Beitrag für die Rentenversicherung nicht höher als auf 20% steigen. Ein weiterer Schwerpunkt ist, dass das derzeitig bestehende Rentenniveau nicht weiter abgesenkt werden darf. Wenn wir das tun, dann produzieren wir Altersarmut, insbesondere für Frauen, und das wollen wir Freien Wähler nicht. Während der dreitägigen Klausur war auch Alexander Holt, Freie Wähler-Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, zu Gast in Cham. Zusammen mit der Landtagsfraktion diskutierte er über die zunehmende Politikverdrossenheit in der Bevölkerung. Ich erlebe gerade täglich im Umgang mit Bürgern, dass die Verdrossenheit sehr groß darüber ist, dass die Bürger das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, dass sie nicht beteiligt werden, ja, und dass eigentlich auch niemand sie hört und versteht. Ich glaube, man muss wirklich Maßnahmen ergreifen, indem man die Bürger mehr anhört, indem man aber auf der anderen Seite Bürgern die Politik dann auch verständlich erklärt, ehrlich erklärt. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid müssten gestärkt werden. So solle das Volk künftig auch den Bundespräsidenten direkt wählen können. Ein Anliegen, auf das die Freien Wähler im Bayerischen Landtag auch weiterhin engagiert hinarbeiten.